Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Viele Menschen in diesem Land fragen sich, warum soll die Bundeswehr jetzt erneut im Rahmen dieser Mission vor der libyschen Küste eingesetzt werden? Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg der USA und der NATO auf Libyen unter Missachtung und Verletzung eines UN-Mandates von 2011 mit bis zu 50.000 Toten. Der Krieg hat das Land in eine regelrechte Hölle verwandelt. Bürgerkrieg, Sklaverei, massivste Menschenrechtsverletzungen, islamistische Milizen, die die Zivilbevölkerung terrorisieren, das ist die Realität heute nach dieser Intervention. Libyen ist durch diesen westlichen Interventionismus ein geschundenes, eingespaltenes Land. Angebliches Ziel dieser Bundeswehrmission ist es jetzt, die Bekämpfung des Waffenschmuggels. Aber ich frage mich, warum erkennt man denn nicht die Realitäten hier an? Erstens, Libyens Milizen und Armeen sind bis an die Zähne bewaffnet. Und das Einzige, was im Land wahrscheinlich nicht mehr fehlt, sind Waffen. Denn auch ihre NATO-Verbündeten wie die Türkei haben in den letzten Jahren riesige Mengen an Rüstungsgütern ins Land gebracht. Und das hat diese Bundesregierung nicht davon abgehalten, der Türkei weiter Waffen zu liefern, obwohl man wusste, dass die Türkei nach Libyen Waffen schmuggelt unter dem Bruch des UN-Waffenembargos. Und es ist nachgerade zweitens auch absurd, dass Sie behaupten, das Embargo auf See würde irgendetwas bewirken, während sämtliche Landgrenzen offen sind. Wer soll dann glauben, dass es irgendwie Sinn macht, dass die Bundeswehr die Vordertür bewacht, während die Hintertür sperrangelweit offen steht? Das Dritte ist, die Bundesregierung will uns weismachen, dass man diese Mission in Kooperation mit Staaten erfolgreich durchführt. Also arbeitet man bei dieser Mission auch mit der Türkei, die ja nachweislich Waffen liefert nach Libyen. Und da frage ich mich natürlich, das ist doch lächerlich, wenn man uns Glauben schenken lassen möchte, dass man irgendwie der Türkei hier bei dieser Mission glauben kann. Am Ende steht im EU-Mandat der Mission auch noch die Ausbildung der libyschen Küstenwache. UN-Experten berichten über diese Küstenwache unter den Stichpunkten Morde, Folter, Versklavung. Die EU habe durch ihre finanzielle und logistische Unterstützung dieser Küstenwache Beihilfe zu Straftaten geleistet. Zwar beteiligt sich Deutschland nicht an dieser Ausbildung der Küstenwache, aber ich finde, die Bundesregierung ist trotzdem mitverantwortlich, weil sie Teil dieser EU-Mission ist. Und da können Sie noch so viel erklären, dass man damit nichts zu tun haben möchte. Deutschland ist Teil einer EU-Mission, die die Küstenwache in Libyen mit ausbildet, die verantwortlich ist für die Verbrechen an diesen Menschen dort. Und deshalb sagen wir, beenden Sie diese beschämende Mission. Beenden Sie auch die Unterstützung für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit seitens der Europäischen Union. Und deshalb sagen wir Nein zu diesem Mandat. Vielen Dank. Ich komme zurück zum Tagesordnungspunkt 4a.